Hallihallöchen zu einem ganz spontanen Infovideo, was ich ebenso raushaue. Ich wollte euch mal ein paar Updates zum neuen Kanal, was heißt zum neuen Kanal, zu dem Kanal machen und zu dem neuen Konzept, was ich demnächst anstreben werde zu tun. Das ist nämlich folgendes, und zwar werde ich eine DayZ-Series und eine Rust-Series anfangen. Series, damit meine ich dann sowas wie zum Beispiel, vielleicht kennt ihr ihn alle, Frankie on PC oder sowas macht, oder auch Moondai, der macht ja auch jetzt mittlerweile nicht mehr so stark DayZ Roleplay, aber ich halt ein bisschen mehr. Das heißt, ich werde dann versuchen, halt möglichst so wie so eine kleine Art Filmchen jede Episode zu gestalten. Die wird auch nicht oft kommen, also da braucht ihr euch keine Hoffnung machen, wahrscheinlich nur so alle zwei Wochen eine Folge. Aber dafür wird sie halt umso epischer werden und besser und toller. Und ja, das wird auf jeden Fall kommen, auch bei Rust. Bei Rust wahrscheinlich ein bisschen weniger krass als bei DayZ, weil DayZ ist da halt doch noch ein bisschen besser drin. Allerdings natürlich darf man nicht vergessen, dass DayZ sich momentan noch in der Alpha befindet und deshalb halt eben noch gar nicht so viel gegeben ist, wie es zum Beispiel die Mod zulassen würde. Deswegen werde ich vielleicht auch ein bisschen mit der Mod arbeiten. Mal gucken, wie ich das mache, weil so viele Leute spielen ja auch leider die Mod nicht mehr. Also wir werden sehen, auf jeden Fall. Das wird kommen. Dann werde ich halt eher so von Let's Plays weggehen, weil Let's Plays sind im Prinzip eigentlich nicht das, was ich machen will. Das macht mir halt auch Spaß. Zum Beispiel wie beim Thief Let's Play gerade. Das werde ich auch definitiv noch zu Ende führen. Das Minecraft Let's Play werde ich jetzt auch erstmal weitermachen, weil das gucken ja auch eigentlich ein paar Leute und die finden das ja scheinbar auch alle ganz okay. Also ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber könnt ihr ja mal gerne schreiben. Wie gesagt, über Feedback freue ich mich immer tierisch, weil als so kleiner YouTuber mit so wenig Abonnenten, da kriegt man halt selten Feedback. Deswegen freue ich mich da mal sehr drüber. Jedenfalls, das werde ich erstmal weitermachen und die Battles, die haben wir momentan auch gefangen, die werde ich auch weitermachen. Thief mache ich, wie gesagt, bis zum Ende und dann wird wahrscheinlich vorerst kein Let's Play mehr kommen. Dann kommen von mir nur noch Gaming-Videos und vielleicht Vorstellvideos und wie Sachen funktionieren. In die Richtung will ich halt eher so in Richtung Tutorial-Maker, Gameplay-Maker und sowas. Also, dass ich mal euch ein bisschen sozusagen erkläre, was von Spielen zum Beispiel bei DayZ, was ist DayZ überhaupt oder sowas, wobei die meisten Leute, die es suchen, wahrscheinlich wissen, was es ist. Oder zumindest eine Vorahnung haben. Keine Ahnung, auf jeden Fall solche Videos will ich machen, weil ich finde, sowas macht mir Spaß. Meine großen Vorbilder sind, wie gesagt, Frankie on PC und Jack Frax. Ich weiß nicht, ob ich da in irgendeiner Weise auch nur in die Richtung komme, weil die haben halt schon echt gute Konzepte und sowas und halt auch episches Material. Und sind gut in Battlefield. Da muss ich mich noch ein bisschen ranhängen. Aber, naja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Dann habe ich ja noch bei dem Shadowplay-Contest da mitgemacht. Da habe ich ja hier dieses Video, vielleicht habt ihr es gesehen. Wie heißt es denn hier? Nvidia-Contest-Montage, was ist Gaming? Da muss ich nochmal Montage, Multimontage anschreiben. Jedenfalls, das ist ein Video, womit ich mich da beworben habe. Ich hoffe, dass ich da gewinne. Keine Ahnung, kann ja sein, ihr könnt gern für mich voten. Einfach bei, ich werde da einen Link unter dem Video posten. Genau, ich werde außerdem jetzt in den Videos wesentlich mehr mit Endcards arbeiten. Das heißt, nicht, dass ich jetzt da dann euch so zeige, so, ja, hi, ich bin der Flo jetzt hier und jetzt ist die Endcard, sondern da kommt dann Musik-Fade-Out und dann seht ihr halt zwei Videos zur Auswahl. Ja, das wird dann wahrscheinlich so ein bisschen so ähnlich sein. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Auf jeden Fall habe ich es vorzumachen und das wird dann halt auch nach jedem Video kommen. Außer jetzt vielleicht den Let's Plays, wie Minecraft oder den Battles. Da ist dann wahrscheinlich, wobei bei den Battles wahrscheinlich schon, mal gucken. Bei DayZ auf jeden Fall und bei Rust auf jeden Fall. Und dann würde ich halt gerne noch so eine Serie machen, wo ich euch Spiele regelmäßig vorstelle. Was allerdings ziemlich schwer ist, weil ich, ja, noch nicht so viele Spiele habe. Am liebsten würde ich ja auch, wie ich es schon mal gemacht habe, Reviews zu Spielen machen. Das werde ich auch wahrscheinlich demnächst wieder mal tun. Mal gucken, ich weiß da noch nicht genau, was ich da machen werde. Was ich jetzt erstmal vorhatte, sind halt DayZ-Tutorials oder was heißt DayZ-Tutorials in der eher so DayZ. Was ist das überhaupt? Was muss man da machen? Macht das Spaß? Ist das toll? Und weil da habe ich ein bisschen Ahnung von. Nicht viel, ich gebe es zu, aber ein bisschen. Und naja, also DayZ ist halt ein Spiel, was mich auch schon lange begleitet. Bestimmt schon 2-3 Jahre. Auch die Mod habe ich ja viel gespielt. Jetzt leider irgendwie gar nicht mehr, weil die Mod irgendwie auch nicht mehr so aktuell ist. Naja. Also ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für alle Sachen, die ich gesagt habe und unterstützt mich. Da freue ich mich immer drüber. Wie gesagt, wenn ihr Feedback schreiben wollt, wenn ihr irgendwas auf der Seele habt, schreibt es. Ich schreibe fast immer zurück. Was heißt fast immer? Eigentlich immer. Und ja, bis dahin und tschüss.